der uns wieder einen neuen Teil des Spiels vorstellt. Hier ist es wichtig, wir müssen zwischen dem ersten und dem zweiten drin sein, denn wir können schieben und ziehen, aber die sind alle begrenzt. Ja, das heißt, wir müssen hier aus Zeitgründen dann eigentlich so ziehen und dann nachher schieben. Wir müssen aber trotzdem erst diesen Reifen hier holen. Heißt, wir laufen und springen hier rüber, noch bevor das Ding ankommt, und können es somit problemlos mit transportieren. So. Und schon haben wir den Reifen da unten. Wie gesagt, wenn man weiß, wie es geht, ist es relativ einfach. Sonst rätselt man vielleicht auch ein bisschen, warum sich das jetzt zeitlich nicht ausgeht. Auf jeden Fall, wir haben hier eine Kiste, wir haben hier eine Tür und wir würden gerne die Kiste durch die Tür bringen, um da unten weiterzukommen. So. Heißt, wir gehen jetzt hier nochmal zurück, springen hier hoch. Kippschalter. Rad. Steigung. Wir schieben das Rad an die schöne Grenze, die hier festgelegt wurde. Hopp. Und schieben schön gegen die Tür, denn das Rad macht noch eine zweite Runde, wo wir jetzt problemlos die Kiste runterbringen, rüberschieben können und raufklettern. So. Und ab hier wird es das erste Mal wirklich stark mit Gravitation beschäftigt, denn wir müssen mit dem hier die Zahnräder in Gang bringen. Was sogleich Folgendes bewirken wird. So, hier wollen wir noch hoch. Hoch. Denn die Kiste sollten wir uns eigentlich mitnehmen. Wir können da jetzt zwar raufspringen und die Leiter runter, aber weil wir die Kiste ja eigentlich brauchen, können wir auch einfach diesen Weg hier nehmen. Das heißt, Kiste geht hier, wir gehen hier und können eigentlich gemütlich nach unten fahren. Und bevor es uns zerquetscht, einfach abspringen. So. Eine Kiste, weil hier geht eine Plattform in die Höhe. Und hier brauchen wir diese aber, weil die Plattform nicht ganz ausfährt. So. Heißt es aber, wir brauchen hier irgendein Gewicht noch. Jetzt muss ich mich noch erinnern, wo das zweite Gewicht war. Ich denke, das war. Ach ja, ach, ich verstehe schon. So, jetzt müssen wir hier nämlich nochmal ganz kurz zurück und nehmen uns diese Kiste noch mit, was in dem Fall problemlos geht, weil wir brauchen die jetzt hier ja nicht mehr. So, bevor uns die Kiste zerquetscht, lassen wir jetzt einfach los und gehen als Erster runter. So. Und gleich purzelt uns die Kiste entgegen. Wir ziehen sie auf diesen Schalter und springen sogleich auf die Plattform, auf die Kiste und somit ganz nach oben. So. Hier haben wir wieder einen Schalter, der bewirkt, dass sich die Kette bewegt. Allerdings, weil wir damit auch gleichzeitig Strom aktivieren, beziehungsweise, nee, okay, Strom ist hier standardmäßig an, das heißt, sobald wir das berühren, sterben wir. Heißt jetzt aber, es muss doch irgendeinen Weg geben, um dieses Rätsel zu lösen. Relativ einfach eigentlich, die Kette zum Schwingen bringen. Heißt, wenn wir die jetzt mal ordentlich zum Schwingen bringen, dann nach hinten wegspringen, schnell aktivieren. Das ist vielleicht zeitlich ein bisschen scheiße getimt, aber es geht sich aus. Können wir auf den Millimeter genau nicht rüberspringen. Also nochmal ein bisschen mehr schwingen, wie es scheint. So. Das meiste ist eigentlich in der Timing-Sache. Logik ist zwar auch gefragt, aber wie gesagt, fast alle Rätsel basieren dann in dem Fall eigentlich auf Timing. So. Das muss mehr als genug Schwingung sein, obwohl ich glaube, das ist eigentlich nicht mehr als vorher. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass die Kette wieder genau
zur falschen Zeit in die falsche Richtung schwenkt, aber sie schwenkt noch zu wenig. Das heißt, wir müssen eigentlich schauen, dass sie genau in die andere Richtung schwingt, wenn wir den Knopf drücken. Heißt, hopp, einmal, hopp, zweimal, hopp, und schwingen. Jetzt geht's aber. So, hier können wir gefahrlos runter. Und jetzt, wie gesagt, kommen wir wirklich mit Schwerkraft in Berührung. Indem wir nämlich hier ein kleines Zahnrad reinschieben, bewegt sich plötzlich die gesamte Welt. Oder zumindest diese gesamte Plattform hier. Und warum ich gerade hier stehe und jetzt gleich nach hier gehe, ist, weil manche ahnen es vielleicht schon, dieser Deckel uns erschlagen könnte, der gleich aufgeht. Nämlich jetzt. So. Und jetzt müssen wir hier drinnen schnell nach oben, während es sich weiter dreht, auf diese Richtung. So. Wie das hier mit diesem Schalter funktioniert, darf ich euch vorstellen. Magneten. Fixieren. Gegenstände. So wie auch auf diesen Eisenschienen, diese eiserne Kiste. Heißt in dem Fall, wir lassen sie rutschen und wir drücken auf den Knopf. Es sollte sich hoffentlich ausgehen. Jo, geht sich aus. Das hier geht sich auch aus. Das heißt, jetzt wo wir das schon in Position gebracht haben, Knopf drücken, springen. Okay, das war mein Fehler. Nicht springen, sondern fallen. So. Also, Knopf drücken. Fallen, springen. So, jetzt ist es aber. Okay. Wir sehen hier, dreht sich eine Säge. Problem. Sägen töten Leute. Heißt in dem Fall, wir brauchen schnell diese Kiste, die wir eigentlich vorher bewegen sollten. Weil dann das passiert. Heißt, wir lernen daraus, wir gehen hier hin, nehmen die Kiste, schieben die Kiste hier hin, betätigen den Schalter, springen auf die Kiste, springen auf die Kette und gehen ein bisschen nach oben, damit es uns nicht die Füße zersägt. Also die Kettenlänge ist eigentlich genau auf die Säge abgestimmt, das heißt, sobald die Füße über der Kette sind, kein Problem mehr. Natürlich sehen wir gleichzeitig aber auch, dass über uns sich eine Kette befindet, das heißt, hier geht es wieder mal, na, wer hat es erraten? Richtig, um Timing. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal ein Stück nach unten. Und wir springen auf die Kiste. Es kippt. Die Kiste rutscht. Und wir springen eigentlich zu früh ab. Gerade noch so zu früh. Ja, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was heute mit mir los ist, aber tut mir leid. Ihr habt schon gesehen, im Endeffekt, wir springen eigentlich nur von Säge zu Säge, indem wir erst die Kette und dann die Kiste ausnutzen, damit wir dann wieder schön auf festem Boden stehen können. Übrigens, für die, die es interessiert, ich habe die vermeintliche Story von Limbo auf YouTube. Nein, böser Junge. Idiot. Auf YouTube in die Videobeschreibung. Genau, das war das Wort, das ich suche. In die Videobeschreibung gepackt. Also für die, die auch ein bisschen Hintergrundwissen zu Limbo, kannst du bitte da rangreifen. Danke sehr. Haben wollen, die können sich da mal ganz kurz diesen kleinen Absatz durchlesen. Nur im Endeffekt, ich habe es, denke ich, in der ersten Folge, in der ersten Aufnahme schon erwähnt. Limbo ist die Geschichte eines kleinen Jungen, wie wir hier unschwer erkennen können, der, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, eigentlich nach seiner Schwester sucht. Und ich weiß, wo sie ist natürlich. Heißt,
Er sucht im Limbo, oder im Limbus, in den Vorkreisen der Hölle. Keine Ahnung, warum er sich dort befindet, warum sich seine Schwester dort befinden sollte, aber ist scheinbar so. So, wir können jetzt hier nochmal ein bisschen schwingen und rutschen hier gemütlich die Wand runter. Haben wieder, wie gesagt, fest Boden unter den Füßen und sehen hier einen Stein. Oder zumindest eine Kugel. Folgendes Problem. Diese Plattform kippt nach rechts. Das heißt, dieser Stein wird uns irgendwann erschlagen. Hier haben wir jetzt noch eine Kiste. Und diese Kiste müssen wir mit uns mitnehmen. Denn, wie bereits erwähnt, Timings-Sachen. Wir sehen hier Kiste rüberspringen, denn hier geht der Deckel zu. Okay. Dieses Rätsel ist auch nicht so schwer. Hier können wir wieder auf die Zahnräder drauf, auf die großen. Und kommen in ein grüneres Gebiet. Sehen hier somit zum ersten Mal vermeintlich unsere Schwester, werden aber sofort von der Made in die andere Richtung geschickt. Das heißt, jetzt müssen wir gegen das Zahnrad laufen. Und hier hoch und nicht runter, bitte. Ach ja, Videospielcharaktere. So, hoch bitte. Das heißt, wenn ich jetzt auf Springen drücke, dann springst du. Danke sehr. Okay. Hier wieder rüber, rüber, rüber. Licht. Ja, elektronisches Licht funktioniert ebenfalls. Vorausgesetzt, es ist stark genug. Wir können wieder hier zurück, hier über das Zahnrad, auf den Boden und wir sehen leider, die grüne Fläche ist weg. Das war alles irgendwie nur Einbildung. So, Förderbänder und pressen, auf die Finger aufpassen und schnell, schnell, schnell rüber. Selbes Prinzip hier. Ich denke, oben an dieser Leiter war wieder ein Geheimnis oder mussten wir da sogar hoch? Genau. Genau. Ich muss ja auch noch die Made beachten. Ja, also ich bin heute scheinbar wirklich schon müde. Ansonsten würde das nicht so passieren. Das heißt, ich werde versuchen, bei der nächsten Aufnahme morgen etwas ausgeschlafener und weniger ermüdet zu sein. Ich denke zumindest, dass eine Taufe nicht so anstrengend ist wie ja, Fahrsicherheit in dem Fall, wo man sich tatsächlich konzentrieren muss. Und deshalb werden wir hier nicht rechtzeitig rüberspringen können. Wie war das nochmal? Müssen wir da die Kiste ein Stück schieben? War das das? Ich denke, das war das. Hopp. Zu wenig. Ich denke, ziemlich genau hier habe ich dann bei der letzten Aufnahme aufgehört. So, das heißt, wenn wir jetzt hier die nächste Kiste bekommen, schieben wir die mal möglichst weit. Damit, wenn das Ding wieder aufgeht, wir hoch können und uns gleich umbringen, weil ich vergessen habe, dass wir uns erst festhalten sollen und dann hochgehen.